So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K16. Ja, diesmal SmackDown. Ich habe eine Rivalität wiedergeholt. Anscheinend gipfelt die diesmal sogar in einem Title Match bei Payback. Aber damit ich noch ein bisschen Momentum habe, werde ich jetzt gegen Dolph Ziggler gewinnen. Jetzt auch immer nur die gleichen Gegner, weißt du? Aua, ach so, ja, Moment mal. Ich spiele ja gar nicht offline, ich muss ja kommentieren. Oh, ja. Aber jetzt habe ich jetzt gerade voll verzeckt, weil ich war gerade noch so im Offline. Ich mache hier alle fertig, Modus. Schnell! Da rein hier! Verkeilung! Bäm! Ja, was ist mit dir denn hier? Bäm! In his free time and is a stand-up comic. The ref is down, and this one could break loose. Oh, did you hear the impact? Oh, watch out. After a shot like that, you're gonna be walking funny, talking funny. Heck, you'll probably be seeing funny. Got the rhythm of the night. Aua. All night. Aloha. Got the rhythm of the night. All night. Oh yeah. Ziggler kann ja nichts. Siehste, so hat von überhaupt nichts. Bam. He takes the slower and slower he is getting back to his feet. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE Universe. King, we talked about this, and I'm going to reiterate. OMG moment. WWE superstar who signed a contract to face Dolph Ziggler. They need a strap. Hang on. Ja, ja, ist okay. Turn! Der Countout gewonnen. Muss ich aber noch nicht so schnell aufstehen und wegsprinten.
um den Countdown zu gewinnen, weil ich den durch den Tisch gepfeffert habe, Alter. Dann ging er auch leider nicht mal wieder zurückgehen, in den Ring werfen und dann pinnen. Leider nicht. Aber dafür ein großes Drama. Und nochmal ein großes Drama. Und nochmal ein großes Drama. Und nochmal ein großes Drama. Oh, das ist anscheinend ein großes Drama gewesen. Jawohl! Drei Sprung vom Turnbuckle. Ja, ja. Mir doch egal. Ich bin nicht euer Hühnchen. Wow, wow! Deswegen mache ich nicht wow, wow für euch. So. Dann erwartet uns bei Payback wohl Bad News Barrett. Oh, ein Lasting Standing Match. Nicer, nicer. Das wird auf jeden Fall. Das ist schon nice. So ein Match hatte ich, glaube ich, hier in dem Ding noch nicht. Auf jeden Fall mega krasses Standing jetzt gegen Goldust. Im Hintern halt jetzt eben fertig gemacht, ne? Wie sieht denn jetzt eigentlich hier die Rangliste? Weißt du, es ärgert mich schon, weißt du, dass ich eine Sekunde zu spät dahin musste, um. Ach so, deswegen kämpfe ich immer gegen die gleichen. Die sind in der Rangliste vor mir. Aber weißt du, ich möchte am liebsten alle hier Tag the Short Drag oder wie heißt das hier? Nehmen die Abkürzungen. Und dann hier halt eben direkt den Titel holen und nicht so erst Ewigkeiten warten. Bis man was irgendwie hier geregelt hat. So, Fähigkeiten, Eigenschaften. Haben wir da eigentlich noch Punkte, die wir gut wegmachen können? Mit welchen Attacken greife ich denn groß an? Also Grifftempo müssten wir auf jeden Fall erhöhen. Hätten wir jetzt auf jeden Fall gemaxt, genau wie das Angriffstempo. Und dann die Stärke einfach bis ins Unermessliche aufpumpen. Und mit was für Zeugs greife ich da am meisten ab? Armkraft und Stärke. Richtig hart nach oben pumpen. Ketten, Sprungreichweite, Griff-Reversal. Oh, und Pinbefreiung. Definitiv Pinbefreiung. Ja. Yeah. Bestätigen. Alle Punkte weg. Mittlerweile bin ich schon hier bei den guten Sachen deutlich besser. So. Weißt du, ich bin nur noch aggressiv, ne? Eher mehr ein Face als ein Heal. Könnte ja demnächst mal wieder mein Face-Turn kommen. Allerdings mache ich mich zurzeit einfach zu gut als Heal. Ah. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für die Folge. Ciao.